Ich bin Nico Santos und ich bin der Coach der The Voice Comeback Stage bei Seat. Die The Voice Comeback Stage. Hast du Bock auf eine zweite Chance? Hier treten ausgeschiedene Talente im K.O.-Prinzip gegeneinander an. Die zwei von Nico Santos gewählten Gewinner ziehen mit ihm ins Halbfinale ein und kämpfen um den Titel The Voice of Germany. Für die erste Runde habe ich mir 6 Talente zurückgeholt, für die sich in den Blind Auditions keiner umgedreht hat. Die Talente treten in Duellen gegeneinander an. Das erste Battle ging an Tina, das zweite gewann Celine. Jetzt kämpfen ein Geschwisterduo und der Youngster der Comeback Stage um den Einzug in die nächste Runde. Mein Name ist Heidi Burt. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus Landsberg an Lech und das ist mein kleiner Bruder. Mein Name ist Martin Burt, bin 22 Jahre alt. Bis meine Welt die Augen schließt, bis meine Welt. Mega, mega, mega schön. Bis meine Welt. Als wir realisiert haben, dass sich keiner umgedreht hat, war natürlich traurig. Keiner hat gebuzzert. Man muss das ja als Duett bewerten und nicht die einzelnen Stimmen. Ja. Und als Duett hat das für mich nicht funktioniert. Give it up for Martin and Heidi! Wer sich freut. Yeah, yeah. Oh, hallo. Oh mein Gott. Was? Was? Martin? Nein. Hallo? Nein. Heidi? Nein. Nee. Habt ihr Bock, dass The Voice... Ja! Unbeschreiblich, weil man eben damit überhaupt nicht gerechnet hat. Ich habe das gar nicht realisiert, dass der Nico da ist. Wie viel Glück hat man im Leben, dass man so eine Chance bekommt? Hiermit seid ihr herzlich eingeladen. Dass ihr... Die zweite Chance, die wir erhalten haben, bedeutet uns sehr, sehr viel. Die werden wir zu 1000% nutzen und so krass ausnutzen, dass es gar nicht anders gehen wird, dass wir weiterkommen. Hallo. Hi. Na, wie geht's dir? Oh, gut. Heidi und Martin, euer Gegner ist Bastian. Da ist er. Hey. Hallo. Hey. Na, wie geht's dir? Ich bin Bastian Stein, ich bin 16 Jahre alt und komme aus der Nähe von Koblenz. Zurzeit gehe ich noch in die Schule. Nur bei dir bin ich sicher, bei dir mache ich Sinn. Bastis Stimme, man hört ihn sehr, sehr gerne zu. Er ist eine Stimme, die jetzt nicht von Technik lebt, sondern quasi vom Gefühl. Weil du kämpfst, weil du bleibst, wenn andere... Meine Blind Audition war an sich ganz cool, aber ich war in dem Moment, als ich da stand, einfach zu aufgeregt. Basti, ich weiß was, ich habe das Gefühl, du wolltest mit jeder Wort überzeugen, aber hast nicht an das Lied gedacht manchmal. Ich habe dir angehört, wie sehr du kämpfst mit diesem Song und mit den Tönen. Das hat man dir einfach angehört. Ciao. Ja, dass sich keiner umgedreht hat, ist schon echt krass schade, weil es ist so ein tolles Abenteuer, was jetzt direkt schon vorbei ist. Aber ich bleib dran, mach weiter und mal gucken, was kommt. Nach meiner Blind Audition, die erste Woche, so, das war ein bisschen hart, dann auch eigentlich schon abgeschlossen damit. Doch manchmal kommt alles anders, als man denkt. Ich habe mich auf den Weg gemacht, um Basti auf meine Bühne zu holen. Okay, ich muss leise sein. Na, Basti? Zeugnis gut? Ja. Okay. Lässt es zu, dass du dich auf The Voice of Germany konzentrieren kannst die nächsten Wochen? Yeah. Herzlich willkommen auf der The Voice of Germany Comeback Stage. Ich habe da überhaupt nicht mehr mit gerechnet. Ich war so richtig so, nein. Und es war einfach so cool. Und dann haben wir danach ja noch vor der ganzen Schule gespielt. Oh, das war einfach nur toll. Jetzt bin ich wieder dabei hier bei der Comeback Stage und jetzt werde ich alles geben. 110%, macht euch auf was gefasst. Ich freue mich sehr, dass ihr drei hier seid und
Basti, du kannst dir sehr, sehr gerne bequem machen auf unserer wunderschönen Couch. Dankeschön. Den Song, den wir von Nico bekommen haben, ist Somewhere Only We Know. Aber jetzt nicht die Version, die man wahrscheinlich von Kenai kennt, sondern eben von Lily Allen. I walked across an empty land. Ich finde Martins Stimme noch ein bisschen außergewöhnlicher als Heidis. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need something. Wenn die aber beide zusammenkommen, bilden die ein schönes Ganzes. Und was Heidi aber besser hat als Martin, ist, sie präsentiert sich besser, sie zeigt ein bisschen mehr Leben. I felt the branches of it looking at me. Die klingen zusammen mega geil, die sind aufeinander eingestimmt und die harmonieren mega. Und ich fand's voll schön, denen zuzuhören. Somewhere only we know. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Martin, du hast jetzt sehr, sehr oft die Augen zu, oder beziehungsweise eigentlich die ganze Zeit, wenn du gesungen hast. Es hilft mir, so mich mehr auf den Sinn des Singens zu konzentrieren. Und dadurch, dass ich meine Augen schließe, schließe ich sozusagen mit damit einen Informationskanal. Dann nehme ich nur noch meine Stimme wahr. Wir probieren das einfach nochmal. Mhm. Ihr geht aufeinander ein. Du guckst sie an, sie guckt dich an. Kriegen wir hin. Oh, simple thing, where have you gone? Die Tipps, die er uns gegeben hat, es ist wie so ein Licht, das beim, in meinem Kopf aufgegangen ist. So, ach so, okay, ja, so kann man es auch machen. Cool, schon mal viel besser. Habt ihr beide gemerkt, dass es jetzt viel mehr geflowt hat als gerade eben? Ja, so. Ihr habt euch viel mehr hier gefühlt. Ja, das fand ich, man koppelt einfach so miteinander zusammen. Genau. Ja, so einfach geht das. Also es war schon schön zu sehen, dass das sofort besser wurde. So, Basti, mein Lieber, komm. Ja. Ich werde bei der Comeback Stage den Song All of the Stars von Ed Sheeran singen. Nico hat den Song für mich ausgesucht, weil er gucken will, ob ich das im Englischen auch cool hinkriege. Und das werde ich ihm zeigen, dass ich das cool hinkriege. It's just another night and I'm staring. Mann, okay. Das ist die erste Zeile muss sitzen. It's just another night. Also, dass man das T nicht so wie night hört. Also, okay. Ne? Also night ist ja... So, ne, wäre ein Ritter oder so. Deswegen, also probier mal. Kannst du es einmal vormachen? So, das It's just another night. So das T nicht so mega. Genau. Basti muss an seiner englischen Aussprache arbeiten. Man merkt leider sofort, dass da ein Non-English-Speaker ist. The way our horizons meet. Meet? Meet. Da will ich auch, okay. Dass ich dir rausnehme, cool, okay. Aber... Also die T's und B's. Genau, da das zum Beispiel war gerade eben drin. Und dann Meet. So, wow, dann war ich wieder raus. Okay. So. Was ich zum Beispiel mal gemacht habe, ich habe schon mit 12 oder 13 angefangen, ist ganz, ganz viele Interviews von irgendwelchen Leuten immer nachzusprechen auf Englisch. Ja. Interviews von Michael oder von Chris Brown oder so. Dass man Interviews so lange anguckt, bis man die perfekt kann, dass die Aussprache so... ist, dass wenn jemand sagt, ist das ein deutscher Sänger, der gerade Englisch singt, oder ist es ein, ein Ami, oder ist es ein, kommt aus England? Das ist mega geil, wenn ich einfach Ratschläge von ihm bekomme und versuche, das umzusetzen. Das finde ich cool. Ich will hier was lernen. Und, ja. Dann würde ich sagen, ihr könnt gerne zu mir kommen. Bei diesem Rennen, Martin und Heidi gegen Basti, habe ich wirklich noch gar keinen Favoriten. Das Talent, was den größten Step gemacht hat von den Blind Auditions bis jetzt, das wird weiterkommen. Ich mache Musik, seit ich 7 bin. Musik ist für mich alles. Und jetzt wird erstmal geübt. It's just another night and I'm staring. Ich will jetzt alles zeigen und jetzt alles geben und nicht in 2 oder 3 Jahren, wenn ich ein bisschen älter bin. Wenn Basti jetzt auf die Bühne geht, dann will ich Sachen wie Night und Meet nicht hören. Sind ready? Ja, auf jeden Fall. Oh, Silver Bay. Du willst jetzt weiterkommen. Du hast jetzt Blut geleckt. Wenn Heidi und Martin jetzt die Bühne betreten, dann will ich von Martin die Augen offen sehen. Ich will sehen, dass die beiden zusammen schön harmonieren. Und darauf werde ich sehr darauf achten. So, die Entscheidung steht an. Für dich, Basti, du kannst noch ein bisschen durchatmen. Und Martin und Heidi, ihr dürft gerne anfangen, euer Mikro nehmen. Und ich achte auf die Augen.
sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need something to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches up and looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go? Talk about it somewhere only we know. This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Sehr schön. Dürft euch gerne setzen und was sie? Ja. Let's go. Mega cool. Mega schön. Viel Glück. Du rockst. Du machst, schaff das. Ich achte auf die Meets und auf die Night. It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star, and I thought of you. I sang a lullaby by the water's side, and noon. I wonder, do you see them too? So open your eyes and see. The way our horizons meet, and all of the lights will leap into the night with me. And I know these scars will bleed, but both of our hearts believe. Stars from America. Sehr schön. Dankeschön. Cool. Genau. So, für mich heißt es jetzt eine Entscheidung treffen. Bei euch beiden fand ich sehr, sehr schön, dass du mich auf jeden Fall angeguckt hast. Auch das Ende war sehr, sehr schön, dass ihr euch umarmt habt. Und bei dir, Basti, die Aussprache beim englischen Song hat mich kaum noch gestört. Ab der ersten Sekunde war ich bei dir. Ich habe deine Stimmfarbe voll gemocht. Klar, gegen Ende waren ein paar Sachen, ich sage, es war jetzt stimmlich nicht perfekt. Ich muss halt auch darüber gehen, wer kann mich bis zum Ende der Comeback Stage am meisten überraschen im Laufe der Zeit. Meine Entscheidung fällt für Basti. Learn to let go. Ja, schon weiter. Geil. Ich freue mich mega. Ich habe Bock jetzt auf die nächste Zeit und werde noch mal 1000% mehr geben. Und bin Nico da echt nicht enttäuschen. Er hat das Richtige gemacht und ich will ihm das mega beweisen und werde alles geben. Basti hat mich am meisten seit dem Coaching gecatcht. Die Sachen, die ich ihm gesagt habe, hat er super, super gut umgesetzt. Also man hat gemerkt, der Junge hat wirklich Bock. Basti, du bist der Gewinner und ziehst eine Runde weiter. In einer Woche geht's in die nächste K.O.-Runde. Diesmal treten die jeweiligen Gewinner Celine, Basti und Tina gegeneinander an, wobei nur zwei Talente die nächste Stufe erreichen.